Okay, ich habe mich anders entschieden. Ich werde heute den Boss in diesem letzten Dungeon machen. Weil ich dafür morgen keinen Bock habe so richtig. Ich mache das lieber heute. Sehen wir bei Mogri mal nach, was er zu bieten hat. Ach, ich bin schon kaputt vom Aufnehmen. Man hört es auch irgendwie an der Stimme schon, glaube ich. Liga habe ich, okay. Schlag erholen, wenn man sich kann Gegner beim Stehaufmännchen werfen. Findet sich mit dem Gleiter-Tag, erlaubt ihr beim Gleiten automatisch ein Ziel aus anzusteuern. Um Gegner vorbeizurasen. Verbindet sich mit dem Sport, drückt in der Luft B und dann der Fall zu bremsen. Ja, das kann ich da immer gebrauchen. Sportsfreund, okay, mache ich das gleich mal. Wo ist mein Sportsfreund da? Okay, wo ist dieses Levitas-Ding, das ich gerade bekommen habe? Da, Levitas. Okay, das will ich jetzt sehen. Ah! Okay. Speichern. Ich habe so viel Geld. Ich hatte mal so viel Geld. Ja, bald muss ich auch noch die Extra-Mission machen. Ja, jetzt kommt der hässlichste Boss im Spiel. Beende die herzlosen Bedrohung. Empfange den, ja. Los geht's. Los geht's. Boah, wie ich die jetzt schon drauf mich freue. Scheiße. Ich hoffe, ihr habt nichts gemerkt oder so. Ohne zu fliegen komme ich da wohl nicht rüber. Hey, perfektes Timing. Okay, Licht geht. Ich soll da rüber. Warum nicht? Ich frag mich warum. Ja, du wirst dich noch wundern. Ich kann aber erstmal die ganzen Sachen da holen. Die ganzen Abzeichen. Hallo? Okay, irgendwo müssen noch die Abzeichen sein. Da hinten ist eins. Oh nein, das war was anderes. Hier müssen noch welche sein. Ich hole mir jetzt schon die ganzen Abzeichen, so bevor ich dahin gehe. Obwohl hier, ich glaube, ich finde auch nicht alle hier. Das Feld ist ja unglaublich groß. Was heißt das wohl? Dass es ein langes, langer Kampf wird. Okay, jetzt ist eins in der Luft hier. Nee. Okay. Ja, okay, du kannst da nicht durch. Du kommst nicht vorbei. Okay, den einen habe ich gefunden, aber wo die anderen zwei sind, keine Ahnung. Ob ich die Lust habe, die zu suchen, muss mal sehen. Wartet. Okay. Ich glaube, ich habe da oben was gesehen. Ja, man muss schon hier genau suchen, um alles zu finden. Okay, da fehlt mir jetzt eigentlich nur eins. Und das ist bestimmt irgendwie perfekt versteckt hier irgendwo. Jetzt beginnt gleich der Bossfight. Leute, ihr werdet... Die beiden sind noch immer noch hier? Sind immer noch dabei? So, Herr Smee, das ist der letzte Ort. Mein Schatz muss hier sein. Nur ein Momentchen, Captain. Wie Roxas von da oben herab sieht. Was ist jetzt los?
Captain, Captain, ich hab ihn gefunden. Was? Lass mich mal sehen. Dün, 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 dün. Ey, das ist ein geiles Schwert. Das will ich eher benutzen als das andere Schwert, was ich jetzt habe. Leute, gute Arbeit, Smee. Und wie lange ich nach diesem Schatz gesucht habe. Er muss unbezahlbar sein. Dunkle Aura. Fließt in die Schatztore rein und... Und jetzt erscheint unser Boss. Captain! Captain? Was? Jetzt schon wieder Smee? Die Schatztruhe, Captain, sie... Was? Ja, dann guck, kommt jetzt das hier raus. Unser Boss. Yeah! Erledigter elender Herzog, schon wieder stellst du dich mir in den Weg. Du weißt, was jetzt zu tun ist, Smee. Lauf! Wohin? Wie immer, Captain. Und ich muss jetzt die ganze Kacke für diese Wichser erledigen. Ja, komm her. Du warst es also, der meinen Herzlosen vernichtet hat? Schön, Carlo, dass du es auch bemerkt hast. Nanu, was machst du denn hier? Hör zu, Kollege, niemand legt sich ungeschoren mit Carlos Privatsarmee an. Auch nicht, auch du nicht. Mein neuer riesiger Herzloser wird dich jetzt vom Himmel holen. Mal sehen, wie dir das gefällt. Das ist der letzte riesige Herzlose. Ab da gibt es keine richtige mehr. Gibt es keine richtigen Bossfights mehr, weil es fast zum Ende kommt. Ja, ist ja schön. Okay, da ist er. Und wir müssen jetzt was Bestimmtes machen. Wir müssen seine Schwanz, also wie soll ich das sagen, seinen Schwanz hier verletzen. Ja, seinen Schwanz müssen wir da verletzen. Wieso treffe ich diesen verfickten Schwanz nicht? Komm, triff ihn! Hallo, warum triffst du ihn nicht? Ja, jetzt mal. Ja, Leute. So lange wird der Kampf dauern, bis ich jeden einzelnen Schwanz von dem hier vernichtet habe. Achso, da bist du. Hab dich gefunden. Da bist du doch. Meinen Adleraugen entgeht nichts. Ich glaube, ich brauche ein anderes Schlüsselschwert. Ich muss ja so lange draufklappen, bis dieser Teil weg ist vom Schwanz. Und ihr seht gerade, wie viel das gerade abgezogen hat. Kommt noch später eine andere Version von ihm. Da ist er noch schlimmer. Komm. Der Kampf ist langatmig. Ich glaube, ich mache das gleich mal offscreen weiter, weil... Ich denke nicht, dass ihr jetzt ganze Zeit beobachten wollt, wie ich da gerade den Schwanz von dem Typen hier kaputt habe.
Komm. Und wie ihr seht, bisher nur einen Balken abgezogen. Fast einen halben Balken eher. Bald müsste der Schwanz weggehen. Ja, nimm so ein Tempo an, Mann. Okay, der Schwanz ist weg. Jetzt raste ich da aus. Ja, jetzt darf ich nicht in deiner Reichweite sein. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, jetzt kommen diese komischen Kugeln von denen. Wo ich mich hier schnell abhauen muss. Was macht er jetzt? Geht er unter Wasser? Ja, okay. Das ist richtig. Da aufgetaucht. Jetzt muss ich irgendwie mich verstecken vor seinen Schüssen. Hier. Okay, jetzt kann es weitergehen. Ich hasse diese Attacke von ihm. Okay, das dauert nicht mal lange. Da fehlen mir noch insgesamt 3 Köpfe, bis ich ihn endgültig vernichten kann. So. Analogstick ist es viel besser zu spielen als mit Steuerkreuz. Ich kann viel flüssiger lenken. Diese Kugeln wollen mich immer hoch teleportieren, also deswegen muss ich immer abhauen. Boah, mit Analogstick ist es viel besser. Wie kommt er jetzt raus? So, da. Ich will jetzt echt wissen, wie mich das jetzt getroffen hat. Besser schlage ich mich wacker bei ihm. Wartet. Okay. Kurz wurde er wieder gestört oder, ja, genau gesagt, habe ich eine Pause gemacht, um wieder mich zu beruhigen. Jetzt hat er nur 2 Schwänze. Hallo? Komm's mal da raus, ich kann dich da nicht von da angreifen. Kommst du raus? Anscheinend will er das nicht. Wartet.
Okay. Ich nehme diesen Teil gerade nochmal auf, weil ich davor schon bei ihm gestorben bin, nachdem ich den zweiten Schwanz von ihm kaputt gehauen habe. Ich hasse diesen Gegner so sehr. Der andere war noch viel leichter zu besiegen. Der hier ist ja, hat hier mehrere Stufen so gesagt. Du musst den Schwanz besiegen, um den anderen jetzt zu, ihn zu töten zu können. Ich mache immer jetzt, wenn ich einen Schwanz abgezogen habe, ein Safe State. Sonst dauert das ewig, der Kampf. Und ich bin jetzt unter Zeitdruck, weil ich eine halbe Stunde gesagt habe, dass ich hier weggehe vom PC. Also werde ich das auch gleich machen. Mir ist egal, was andere darüber denken, aber ich will es nur schnell erledigt haben. Okay, wir sehen uns gleich. Ich muss abhauen. Ständig abhauen. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich darf nicht ein Stück stehen bleiben. Wenn ich einmal stehen bleibe, habe ich die Arschkarte. Okay. Glück gehabt. Boah, das könnte noch schlimmer sein. Ich verstecke mich, bis ich mich geheilt habe. Kann mich sowieso nicht hier treffen. Toter Winkel, toter Winkel. Komm. Ich habe echt Glück gehabt, dass ich da immer schon ausgewichen bin. Zum Glück habe ich den Analogstick hier. Den Steuerkreuz wäre es etwas schwieriger, finde ich jetzt mal. Jetzt wieder da hinter der Wand verstecken. Ja, jetzt kann ich nicht weiter ihn verfolgen. Doch, kann noch. Jetzt nicht mehr. So ein Wichser. Ja, ich warte hier. Hier kommen sowieso keine Eisblöcke. Jetzt bist du wieder draußen. Jetzt beziehe ich deinen letzten Totenkopf als Schwanz hier. Er hat nur 3 Balken. Komm. Geht der kaputt, verdammte Scheiße. Okay, bis gleich. Was kommt denn jetzt? Soll ich Angst haben? Ja. Okay. Bin ich geschützt. Hallo, lass mich.
Scheiße, Mann. Okay, jetzt muss ich den irgendwie schaffen. Okay, jetzt habe ich noch ein extra Leben dazu, ja. Wie oft willst du das noch machen, verdammte Scheiße nochmal? Ey, nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich hab ihn. Digga, das war... Schneller, Smee! Glück im Unglück. Ich habe echt viel Glück gehabt bei dem Kampf hier. Ein Treffer mit den Riesenkanonen, dann ist das Monster. Hm? Captain, sehen Sie? Ich habe echt viel Glück gehabt bei dem Kampf jetzt. Ja, Glück muss der Mensch auch haben. Aber die haben Pech. Und das Herz geht zu Kingdom Hearts. Wie konnte... Warum? Mein Schiff, es ist zerstört. Ach, Kopf hoch, Captain. Unser Glück wird schon bald wieder wenden. Ganz bestimmt. Nee. Ganz bestimmt nicht. Ich hatte das Glück von euch. Boy. Ja, lach dich kaputt. Ach, verdammt, dafür wirst du bezahlen. Privatarmee, hm? Wofür braucht ihr eine Armee aus Herzlosen? Vielleicht ist er einsam. Zur Sicherheit mache ich das mal. Wo ist das Portal? Zu da. Zurück zum Schloss? Ja. Okay, ich habe das in wenigen Minuten geschafft. Okay, aber danach, jetzt ist es vorbei. Oh, wie nervös ich war, als ich davor ihn verstanden, ganz in die Spezialattacken gemacht habe. Und so. Tag 321, versiegende Kraft. Okay. Oh. Er hat geweint. Oh. Was? Hab ich was im Auge? Nee, Digga, du hast nichts im Auge. Das war einfach Träne. Und du? Rox, ist alles okay? Du bist ja ganz blass. Und du, Sigma? Was soll das Ganze lang? Ach, das ist ein Traum oder so? Das hält der Rede in Versuch, ein bisschen. Ach. Ja, kein Bock.
kannst du sonst irgendwo hin mit den komischen Turnieren? Mm-mm, nicht mit mir. Ich träume die ganze Zeit, schlafe aber schlecht. Ich wache jeden Morgen erschöpft auf. Es sind wohl Albträume. Shion und Axel kommen nicht mehr zum Uhrentraum. Ich dachte, ich könnte die Albträume loswerden, wenn ich mir alles von der Seele rede. Aber dazu bekomme ich wohl keine Gelegenheit. Okay. Was hast du zu sagen? Heute schicke ich dich und Shion zusammen los. Besiege den gezackten Kriecher. Ja, aber im nächsten Part.